Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marc der Imker. So sehe ich aus. Ich bin Gründer der Bivital regenerativen Bienenhaltung und habe mittlerweile jetzt 11 Jahre Beruf auf dem Buckel, wo ich mit dem Thema Insektensterben leider viel zu eng verbandelt worden bin. Das kam mitunter auch einfach durch die Kundenaufträge und ich sag mal, viel rummotzen könnte ich. Ich bin aber sehr, sehr spirituell angehaucht und bevor ich rummotze, finde ich das viel, viel effizienter, nicht zu kritisieren, sondern gleich in Lösungsansätze reinzugehen. Die Lösungsansätze, die ich jetzt hier in dem Video kurz vorstellen möchte, könnt ihr alle nachmachen. Es ist einfach, es ist effizient, es macht unglaublich viel Freude. Und vor allen Dingen könnt ihr, wenn ihr das auch anlegt, mit genau diesen Techniken andere Menschen inspirieren, dem nachzufolgen. Und das, was ich euch jetzt hier zeige, ist tatsächlich die effizienteste Maßnahme/Lösungsansatz, um das Insektensterben wieder in eine Insektenoase umzuwandeln. Und weil ich da eben dringend Hilfe brauche und es alleine auch gar nicht schaffe, haben wir ja aus sozusagen der regenerativen Bienenhaltung, also sprich aus Bivital, ist dann so eine Art Nebenableger entstanden, wo tatsächlich mit mir zwar schon sehr viel zu tun hat, weil ohne mich funktioniert Permabies nicht, aber Permabies soll im Grunde genommen eine Sache sein für die Welt und nicht für mich privat. Die Webseite ist www.permabies.org und das hier ist der erste Permabies-Permakulturgarten. Da wir hier speziell das Augenmerk auf eben Bienenweiden und Tierhabitate legen, habe ich da einen speziellen Namen entwickelt, so wie eben auch die regenerative Bienenhaltung was Spezielles ist, wo auch wirklich definiert ist. Könnt ihr euch downloaden unter bivital.com. Unter Info, regenerative Bienenhaltung, da stehen die Parameter drin, die eben dazu führen, was genauer eine regenerative Bienenhaltung ist. Und das, was ich hier mache, ist eben jetzt keine normale Permakultur, sondern vom Namen her ist das eine regenerative Permakultur. Den Namen habe ich mir tatsächlich selbst ausgedacht, nur um einfach mal so eine Art Begriffsdefinition hier reinzulegen. Wie gesagt, das Hauptthema ist Bienenweide und Nistplätze für Tiere. Wir fangen einfach mal an hier mit der Ersterstellung von so einer Trockenmauer und dem dazugehörigen Bienenweidehochbeet. Ich muss natürlich jetzt sagen, normalerweise wären wir hier mit dem Garten schon längst fertig. Die Stadt Karlsruhe hat mich hier massiv blockiert, weil mir hier eben vorgeworfen wird, ich hätte hier überdimensionalen Insektenschutz gemacht und das würde eben alles illegal sein in einem Landschaftsschutzgebiet. Ich bin da nach wie vor noch anderer Meinung und ich denke, wenn ihr euch dieses Video hier anseht, dann glaube ich, bekommt man auch Verständnis für, dass das völlig absurd ist, dass das nicht ins Landschaftsschutzgebiet passt. Genau 20 Meter nebendran wird Düngemittel und Spritzmittel eingesetzt und auf der Seite ist alles voll mit irgendwelchen Plastikhütten und Hochbeeten aus Schnitthölzern. Und nach meiner Meinung und nach meiner Fachexpertise glaube ich nicht, dass irgendwas noch besser ins Landschaftsschutzgebiet Bilde reinpasst, wie eben regenerative Permakulturen. Aber sei es drum. Das Hochbeet, ihr seht, wird einfach nur lose mit diesen Steinen aufgebaut. Wir nehmen dafür Natursteine, kein Beton, also sprich eigentlich alles, was halt so die Natur uns bietet. Wenn die Steinchen echt sind, dann reiht man die eben einfach nur auf. Dann kommt Totholz rein, das seht ihr hier. Das sind teilweise richtig dicke Stämme. Und danach füllen wir das ganze Ding mit Erde auf, stampfen das Ding ein bisschen runter und setzen dann unsere Bienenweiden oben drauf. Das hat jetzt zwei Vorteile, eigentlich sogar drei. Das eine ist, dass die Steine im Sommer das ganze Beet runterkühlen und im Winter genau der umgekehrte Effekt entsteht, nämlich die Wurzeln werden dadurch gewärmt. Das Totholz in der Mitte ist auf der einen Seite ein natürlicher Wasserspeicher, was zum Grunde dazu führt, dass wir hier alles, was ich jetzt heute zeige, und wir haben hier den, also fast Juli, ich glaube 26. Juni dürfte heute sein, ist auch egal, auf jeden Fall kurz vor Juli, die Mega-Hitze hier schon runtergekommen. Alles, was ich euch heute zeige, haben wir nicht einmal gegossen dieses Jahr.
Das liegt eben an dem Totholz innen drin, dass wenn es mal natürlich einen Regenfall gibt, sich das ganze Ding wirklich gut vollsaugt mit Regenwasser und dann eben über lange Zeit auch immer wieder das Pflanzen abgibt. Der zweite Vorteil ist von Totholz, dass da die Pilze sich sehr wohl fühlen und die feinen Fasern vom Pilzmyzel verbinden sich mit x vielen Pflanzenwurzeln. Die feinsten Äderchen gehen sozusagen in die Pilzmyzel in eine Kombination rein. Und so wunderbar funktioniert eben die Natur, dass dann das Pilzmyzel die notwendigen Nährstoffe auch der Pflanze durch das kleine Wurzelwerk nach oben geben können. Was dann der zweite Grund ist, dass wir hier weder künstlich bewässern müssen, noch düngen. Kein Beet, wo ich euch heute zeige, wurde jemals gedüngt, außer wie gesagt mit diesen natürlichen Materialien. Das Beet wäre wie gesagt auch schon längst fertig, wenn ich nicht blockiert worden wäre. Wir haben es erstmal so stehen lassen. Die Stadt hat wie gesagt hier noch etwas mitzudiskutieren. Das Treffen wird am Montag stattfinden. Aber gut vielleicht fürs Video, weil jetzt seht ihr auch nochmal, wie so ein Ding aufgebaut werden kann. Und das, was ihr hier seht, ist eine Tagesarbeit. Also das ist wirklich relativ fix noch gemacht. Man muss sich ein bisschen mit den Steinen auskennen. Ich bin jetzt da auch kein gelernter Maurer, aber man kann ja ein bisschen autodidaktische Steine einfach aufbauen. Und wie gesagt, bitte kein Fundament oder irgendwas mörteln. Die werden nur lose aufgelegt. Und wer jetzt nochmal speziell was für Wildbienen tun möchte, der kann hier zwischendrin Lehm reinstecken. Da fühlen sich spezielle Wildbienenarten ganz besonders wohl. Während ich jetzt hier durchlaufe, möchte ich auch einfach mal so ein paar Sachen noch vorstellen von Bienenweiden. Wir fangen mal an hier mit einer Weide. Das hier ist unsere kleine Weidenecke und Benjeshecke. Die wird aber jedes Jahr auf 2 bis 3 Meter runtergeschnitten, weil wir wollen ja hier wirklich eine fest etablierte Benjeshecke haben. Benjeshecken entstehen, wenn ihr einfach sagt, hey, 2 oder 3 Meter ist halt die Grenze, wo Ende des Jahres oder Anfang des Jahres einfach oben alles plangesägt wird. Und dann werden die Äste, wie ihr hier seht, kreuz und quer reingestopft, so lange, bis wir eben einen wirklich natürlich gewachsenen Zaun bekommen. Das ist dann besonders wertvoll für Igel und für Vögel zum Brüten. Aber auch die Rebhühner gehen da sehr gerne rein. Und in eine Benjeshecke könnt ihr alle möglichen Stecklinge reinpacken. Also wir haben jetzt hier reingesetzt in die Benjeshecke ganz viel Jasmin, Rotdorn, Kreuzdorn, Weißdorn, Hibiskus. Der war aber schon von Anfang an da. Fand ich ziemlich cool, dass der einfach so da reingekommen ist. Hier ist er, ne? Einfach mal so reingewachsen und immer wenn der oben abgesägt wird, also alles, was hier Bienenweide ist, was fast alles schon ist, wird, wenn es abgesägt wird, immer wieder als Steckling sozusagen zwischen die Lücken reingesetzt und es dauert 2, 3 Jahre und dann hat man hier eben eine vollgewachsene Benjeshecke, die voll mit Früchten ist und Blüten und sehr, sehr spannend für die ganzen Bienen und Wildbienen und Insekten im Allgemeinen. Dann haben wir gewisse Parts von unseren regenerativen Permakulturen auch mit Bienenweidesaatgut bestückt. Das sieht dann eben so aus. Dieser Acker wurde hier jetzt einmal ganz wenig umgepflügt und dann habe ich direkt Saatgut reingebracht. Da mache ich das Saatgut immer in einen Eimer mit Erde rein, schüttel das ein paar Mal durch und dann wird es einmal mit der Hand rausgeschmissen. Und die Erde im Saatgut dient lediglich dazu, dass die Samen nicht zu dicht aufgehen, sondern dass wir eine grobe Verteilung haben. Und was ich hier alles reinsetze als Bienenweide-Saatgut, das ist Steinklee, die Phacelia, Sonnenblumen, Kornblumen, Borretsch und Buchweizen. Hast du was vergessen? Große Klette kommt auch noch teilweise rein. Also das ist so wirklich eines der effizientesten Bienenweide-Mischungen. Der Steinklee macht übrigens den Boden richtig gut und ist zweijährig. Und die Phacelia, die keimt immer wieder. Also wenn die verblüht, dann schmeißt die ihre Samen hier durch. Und im Regelfall, wenn ihr halt so ein Bienenweidebeet macht, wenn das mit kleineren Stellen im Garten ist, ist es sinnvoll und nachhaltig. Wenn die Stellen jetzt größer werden, also ganze Felder da, kann man jetzt wieder um das Thema Nachhaltigkeit wirklich diskutieren. Aber in kleineren Aspekten ist das hier wirklich wertvoll und halt bedenken, dass eben so ein Bienenweidefeld nichts Dauerhaftes ist. Ist im stetigen Wandel. Das, was dauerhaft ist, sind dann eher diese Hochbeete. Und deswegen besteht eben die regenerative Permakultur aus verschiedenen landwirtschaftlichen Elementen, die aber immer irgendwie schon so denselben Stil haben. Es sind entweder Tothölzer am Rande oder es sind Steine am Rande. Und immer wenn wir irgendwo eine Bodensenke rausholen, dann haben wir einen Aushub, der dann eben hier reingelegt wird. Was haben wir denn jetzt hier? Also da haben wir
den Sauerklee, der ist da nicht absichtlich gewachsen worden. Eine Bienenweide, die ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm habe, das ist der Borretsch. Dann kommt hier die Minze. Hier ist nochmal eine Minzenart, eine Apfelminze und das ist eine Orangenminze. Und das Beet ist ganz neu angelegt, wie ihr seht. Im nächsten Jahr wird hier noch alles voll sein mit dem Polsterthymian, hier mit dem Hängethymian. Mal schauen, was wir da eben hier noch alles reinbauen. Totholz ist auch drin, manchmal guckt es auch raus, was auch gut so ist. Bäume, Apfelbäume, Fruchtbäume werden hier auch regelmäßig eingesetzt. Den haben wir jetzt im Frühling erst umgesetzt von einem anderen Garten, deswegen sieht er gerade ein bisschen schlapp aus. Und der Baum hier, der war wurzelnackig und lag hier einfach auf dem Acker rum von Vorbesitzern. Den haben wir gerettet und hat funktioniert. Jetzt dauert es halt wieder ein paar Jahre, bis der hochtreibt. Ein guter Tipp ist, wenn ihr Bäume einpflanzt, einfach 30 cm tiefer legen, wie in angeblichen Fachbüchern drin steht. Da habt ihr zwei Vorteile. Die Wurzel kommt mehr ans Wasser dran und jedes schlafende Auge am Stamm treibt Wurzeln raus und somit ist der Baum auch noch einfach stabiler im Boden verankert. Wir haben Aspekte von, sage ich mal, auch Grasschnittpflege. Das haben wir jetzt letztens erst hier neu durchgemäht und ihr seht, wir machen da immer Inseln. Das heißt, wenn der Löwenzahn jetzt in Masse kommt oder eine andere Bienenweide, wie jetzt in dem Fall der Weiß- und Rotklee, dann wird das im Freischneider ausgespart und eben nicht weggemäht. Es gehört auch natürlich zu so einer Permakultur dazu, dass man Laufwege als sozusagen runtergemähtes Gras immer wieder hat. Ist auch interessant dann, sage ich mal, für Tierwechsel und so weiter. Hier entsteht das nächste Hochbeet. Jetzt auch noch nicht so viel passiert, wieder Apfelminze drin. Das hier ist eine große Klette. Dann haben wir eine Nektarine. Da hinten geht schon die erste Sonnenblume auf. Hier blüht schon der gelbe Steinklee. Bevor ich jetzt hier zu diesem wunderschönen Hochbeet komme, möchte ich euch hier kurz mitnehmen in dieses kleine Paradies rein. Seht ihr hier diese Weiden? Das war eine Weide. Die haben wir einfach mal 2 Jahre hochschießen lassen. Mit der Machete alles abgeblättelt an Nebentrieben. Und dann jetzt Anfang des Jahres die Weiden in einem Bogen hier angebunden mit einer Schnur. Das wird hier alles wunderbar verwachsen. Und nächstes Jahr nehmen wir hier diese Seitentriebe. Und dann werden die so miteinander verflochten. Das dauert dann ein paar Jahre und dann haben wir hier einen natürlich gewachsenen Tunnel. Und genau hier in die Mitte ist dann sozusagen der Lichtschacht und genau hier wird ein Erdbeerbaum gepflanzt, weil der sieht einfach gut aus, ist Nahrung für Hummeln hauptsächlich, bietet wunderbare Früchte an und man könnte den gar nicht draußen setzen, weil Frost und Wind macht den Erdbeerbaum platt, aber hier drin wäre er wunderbar geschützt. Unten drunter im Schatten wächst hier im Frühling übrigens alles voll mit Bärlauch. Hier sieht man auch wieder die Aspekte der Benjeshecke. In dem Fall haben wir hier jetzt den Hartriegel drin. Und ziemlich viel Hibiskus wieder. In die Benjeshecke haben wir hier übrigens auch den Bastard-Indigo und den Schmetterlingsflieder reingesetzt. Haben wir hier einen Zwetschgenbaum. Hier mit der Fläche wissen wir noch gar nicht, was wir da machen sollen. Ich denke mal, ich werde hier Oregano mal ein bisschen wilder werden lassen, weil den Oregano, den haben wir ja schon hier. Und der vermehrt sich von ganz alleine. Allerdings Grundvoraussetzung wäre dann dafür, dass wir hier die ganzen Brombeeren rausstechen. Von daher ist der Plan hier schon gesetzt. Den habe nicht ich gemacht, sondern den hat mir die Natur hingeschmissen. Weil wenn der Oregano schon hier ist, dann kann ich den ja auch wirklich auf dieser Fläche kultivieren. Ja, dann gehen wir mal hier wieder raus aus dieser schönen Ecke. Und schauen uns mal das erste wirklich größere Hochbeet an. Wir fangen an mit der Blauraute. Rosmarin, Weidenröschen, hier kommen dann die ganzen Malven, die sind schon verblüht. Ein Rittersporn, der Natternkopf, Wolfsmilchgewächs ist einfach so gekommen. Manchmal kommen Bienenweiden von ganz alleine. Man muss einfach wissen, wie man so eine Permakultur pflegt. Wenn zum Beispiel so ein Wolfsmilchgewächs da einfach von Natur aus rausschießt, dann lasse ich es natürlich drin. Andere Pflanzen wie die Melde oder andere Beikräuter, die ziehe ich dann natürlich raus. Auch die Wicken ziehe ich raus. Also es gibt einfach so eine Bandbreite von Pflanzen, die wollen da wachsen, die ich da nicht haben will. Und da muss man der Natur ein bisschen nachhelfen. Das da hier zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das hat auf jeden Fall in einem Hochbeet erstmal nichts verloren. Genauso wie Brennnesseln oder Sauerklee gehört da auch nicht rein. Wenn ihr einen Schutz sucht für eure Pflanzen, Thema Austrocknung, ist eine ganz tolle Idee, immer mit Thymian zu arbeiten.
mit diesen Teppich- und Polstertymian, weil der deckt einfach alles wunderschön grün ab und er ist zwar dominant, aber nicht verdrängend, wie ihr hier wunderbar sehen könnt. Wir haben viel Erfolg gehabt, indem wir Lavendel und Salbei und andere Pflanzen mitten reinsetzen in Polstertymian. Und die Technik funktioniert. Unten drunter ist übrigens alles nass, dank dem Totholz, selbst bei Trockenheit. Wie gesagt, alles, was ich euch hier zeige, haben wir nie gegossen und auch nie gedüngt. Dann haben wir hier die Astern, die Herbstastern. Jetzt kommt eine tolle Pflanze, die vergesse ich immer, deswegen habe ich sie hingeschrieben, die Gartenduftnessel, gepaart mit Minze, mit fetter Henne, ein Borretsch, Sonnenhut, Gartensalbei, Minze, wieder ein Weidenröschen, eine Prachtsparte, eine richtig interessante Bienenweide. Hier eine andere Minzgattung, das ist die Erdbeerminze. Dann haben wir hier die Krauseminze, eine Karde. Das große hier ist der Borretsch. Der hätte eigentlich gar nicht wachsen sollen, aber ist wohl wahrscheinlich beim Erdaushub so mit ein bisschen Saatgut reingekommen. Lungenkraut, Astern, Catnip, die Katzenminze. Jetzt kommt wieder fette Henne und dann kommt wieder der Natternkopf von dieser Seite gesehen. So, hier wieder genießt das Bienenweidefeld. In 2-3 Wochen ist der Steinklee hier auf 2-3 Meter hochgeschossen und ist in voller Blüte. Jetzt kommen wir hier zum ersten Negativbeet. Diese Negativbeete sind interessant für alle Pflanzen, die euch sonst im Wege stehen und eben ein starkes Ausbreitungsrisiko wegen den Rhizombildungen haben. Wir gehen hier vor mit eigentlich einer simplen Technik. Jede Pflanze, die Rhizome bildet, kommt in Negativbeet rein. So sieht es aus. Wir graben einfach ein bisschen ab. Und dieser Aushub ist dann sozusagen wieder der Hügel hier. Und was wir hier gesetzt haben, war jetzt in dem Fall die Sorbarie und die Scheinhimbeere und die Kugeldisteln. Die geben hier eine wunderbare Pflanzenkombi und in 1-2 Jahren ist das Ding hier einfach bockelvoll mit den Pflanzen. Dann muss man auch nicht mehr so viel Beikräuter rupfen. Der Anton von Permabies hat es gerade eben hier noch den Wall wieder entgrast sozusagen. Also ein bisschen Arbeit ist es schon. Da muss man halt wirklich die Wurzeln ziehen. Und bis jetzt ist aber hier mein Saatgut noch nicht aufgegangen, aber die Stecklinge sind alle drin. Weil solche Ränder, die bestücke ich sehr gerne mit Stecklingen. In dem Fall haben wir hier auf die ganze Breite Bartblumen reingedrückt. Das sind hier diese kleinen Stecklinge. Das passiert, wenn ich Bartblumen Anfang des Jahres, also Ende des Frühlings, abschneide, weil man sie so ein bisschen runterdrücken sollte, sonst brechen die eventuell weg, wenn sie dann voller Blüte sind. Und alles, was ich abschneide, bildet wieder neue Stecklinge im Garten. Also eigentlich schmeiße ich nie irgendwas weg. Übrigens schmeiße ich hier auch immer mal wieder Samen von der Königskerze rein, weil die fühlt sich hier in der Pflanzenkombination auch sehr wohl. Hier, dass die Goldrute von Natur aus aufgegangen ist, das war nicht unser Plan. Da es eine Bienenweide ist, lasse ich es jetzt natürlich stehen. Und auch hier seht ihr diese Steine am Rande, die dienen einfach zu einer besseren Landschaftsbildung. Sind interessant für viele Tierarten, die unten drunter leben. Und last but not least macht eben diese Steine, das ist eben die Arbeitserleichterung bei einer Permakultur. Ich könnte so einen Garten nicht pflegen, wenn das einfach nur ein Erdhügel wäre, wo dann Gras drüber rollt. Unmöglich, sowas zu pflegen. Das ist viel zu viel Aufwand. Dann haben wir hier einen Gemüsebaum. Der ist essbar und lecker. Damit kann man kochen und braten. Und unten drunter haben wir die Gartenverbene, Eisenkraut. Auch wieder hier den Baum in einen kleinen Wall gesetzt, wo dann wieder Saatgut wächst. Habe ich vergessen. Wollte ich ja noch sagen. Ich habe hier neben den Stecklingen der Bartblume Kornblumensamen reingebracht. Die hätten eigentlich hier so komplett in den Stein wachsen sollen, weil das ist trocken und genau da finden es die Kornblumen besonders gut. Dieses Jahr wollte das Saatgut allerdings nicht so gut aufspringen. Zurück zu dem Beet hier. Da haben wir jetzt verschiedene Thymiane drin. Hier, Thymian, zwei verschiedene Gattungen. Jetzt kommt der Quendel. Das ist eine Bergminze, die besonders interessant ist für Nachtfalter. Eine Artischocke haben wir drin, Rosmarin, Blauraute, Sonnenbraut. Da ist eine Eidechse gerade. Vielleicht sehen wir sie noch, wenn ich hier ein bisschen aufmache. Also Eidechsen, generell Reptilien und Amphibien, hier wimmelt es von den Tierchen.
Das war jetzt ein Salbeisteckling, der war vor 2 Jahren so groß. Dann kommt der Edelgamander. Wieder in Kombination mit einer Minze. Dann kommt wieder Salbei, eine Nachtkerze, die ist von Natur aus aufgegangen. Eine Zierquitte. Das da hier ist auch eine, wie heißen die nochmal? Ich weiß es nicht mehr genau, wie die heißt. Es ist auf jeden Fall eine ganz hübsche Bienenweide. Es ist kein Salbei. Ich glaube, es ist irgendwie so eine Art. Nee, ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber vielleicht hat ja ein Gärtner, der das jetzt sieht, das, den Namen hier im Kopf. Dann kann er es kurz unten drunter in die Kommentare schreiben. Wir haben hier einen Bastard-Indigo sitzen. Das hier sind die Bartblumen, Spätjahresblüher. Eine Zier-Johannisbeere. Und ein Schneeball, der hockt da auch noch drin. Ein klein blühender Schneeball. Thymian, Lavendel, Orangenblume, fette Henne. Astern. Und das ist wieder ein ganz spezieller, kleinerer Thymian. Und da haben wir noch einen Schopflavendel. Schopflavendel ist nicht so spannend wie der normale Lavendel. Übrigens beim Lavendel gibt es tatsächlich Sorten, da gehen eher die Hummeln rein und andere Sorten gehen lieber die Bienen rein. Ein Nektarinenbaum. Unten drunter bleiben die Brennnesseln für die Raupen natürlich immer stehen. Also wir bilden überall Inseln von Pflanzen, die eigentlich ich so persönlich nicht mag, die aber wichtig für die Natur und Vegetation und Ökosystem sind, in dem Fall die Brennnesseln. Die schützen hier auch wunderbar den Quittenbaum, auch eine Bienenweide. Hier ist eine natürliche Senke entstanden, die haben wir nie gebuddelt, ich habe das Grundstück so übernommen. Und da habe ich dann den Rheinfarn reingesetzt, der darf hier die ganze Senke lang wachsen. Dann haben wir hier den gelbblühenden Schmetterlingsflieder. Das ist der kurzstielige und ihr seht, wenn die Stiele kurz sind, kommen auch andere Insekten an die Nektarien dran. Ne? Also Schmetterlingsflieder per se ist jetzt nicht bitte gleich die Hölle und so weiter und so fort, sondern nee, es gibt tatsächlich Sorten, die sind für alle möglichen Insekten zugänglich und der Buddleia hat sehr hohe Nektarwerte, von daher nicht schlecht, den zu haben. Ein abgestorbener Hibiskus, der selbstverständlich hier bleibt, weil das ist Totholz und sowas, genau das ist unglaublich wichtig in so einem Ökosystem. Dann haben wir hier überall das Eisenkraut und hier nochmal einen lebendigen Hibiskus. Und vor allen Dingen so tot ist er nicht, weil ihr seht, er fängt gerade wieder an, hier neu rauszutreiben. Aber wie gesagt, der Stamm bleibt für immer und ewig natürlich stehen. Ein Buchs. Unglaublich, aber wahr. Buchs ist eine wirklich, wirklich ausgesprochene tolle Bienenweide im Frühling. Macht winzig kleine Kugelblütchen. So groß, so klein sind sie gar nicht. Ist so ein bisschen wie ein Flummiball, ein bisschen kleiner vielleicht. Duftet herrlich und was viele nicht wissen, der Buchs blüht halt nur dann, wenn man ihn in Ruhe lässt. Also aufhören rumzuschnippeln und dann könnt ihr auch die Blütenpracht genießen. Dann haben wir hier wieder eine Zierquitte drin und ihr seht überall dieselben Techniken. Wir haben die ganzen Bäume und Büsche viel tiefer gesetzt, wie es eigentlich so in Fachbüchern drin steht. Und dann macht man ein bisschen Erde oben drüber, geht mit Steinen außen rum und man könnte jetzt zum Beispiel hier jetzt mit Kornblumen oder mit Calendula-Saatgut einfach diesen Steinring ergänzen. Haben wir dieses Jahr getan, aber wie gesagt, Saatgut ist noch nicht aufgegangen oder andere Tierchen haben es weggefressen. Das ist jetzt der Schmetterlingsflieder, wo langstielige Blüten hat, wie man hier schön sieht. Duftet wunderbar, aber wie gesagt, fast Schmetterlinge kommen auf jeden Fall hin und Hummeln mit Langrüsseln, aber alle anderen Insekten mit einem kurzen Rüssel, die schaffen es nicht. Da hinten haben wir auch eine Benjeshecke in Etablierung und da wächst momentan eine Rosskastanie, Linden, Edelkastanien, Bienenbäume, die Dufteschen, Hartriegel, Brombeeren ziehen sich durch, gepaart mit ganz viel Goldrute am Rande. Ein Ahorn haben wir drin, Feldahorn, ein Spitzahorn, da hinten kommt eine russische Kremmellinde. Und wenn man halt auch nicht alles abmäht, sondern so ein bisschen mit Bedacht mit der Natur umgeht, dann kann man eben die ganzen Blüten auch wirklich kultivieren. In dem Fall haben wir hier ganz viel Königskerzen letztes Jahr gehabt und dieses Jahr sind die etwas verschwunden. Dafür sind ganz viele Nachtkerzen aufgegangen. Das Graszeug, wo wir hier immer abschneiden, das mulchen wir ab. Das heißt, wir holen das tatsächlich vom Acker runter. Und dann bauen wir damit unser Gemüse an. Das wird nie gegossen, nie gedüngt.
Könnt ihr mir glauben, habe ich nicht einmal eine Gießkanne drüber gekippt. Warum? Weil wenn man hier halt ein bisschen Grasschnitt hinlegt, ich zeige das mal hier unten drunter, ist alles komplett richtig feucht und nass. Das heißt, wir haben hier einfach einen wunderbaren Feuchtigkeitsspender, wo dann Tomaten, Gurken und so weiter, also zum Beispiel auch, wie heißen sie, Zucchinis und so, die wachsen halt in dem Gebiet besonders gut und brauchen nicht so viel Pflege. Das hier ist ein Tulpenbaum, der Baum mit den weltweit größten Blüten. Ist auch einer der ältesten Bäume, die wir in der Geschichtsaufzeichnung haben. Wird aber wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren in Blüte kommen. Was haben wir hier noch alles Schönes? Das ist hier die Goldrudenecke. Hier hätte eigentlich der Spargel wachsen sollen, aber der wollte dieses Jahr nicht. Dann haben wohl die Mäuse abgefressen und das Beet haben wir hier auch noch nicht gepflegt. Ist jetzt noch wild. Dann haben wir nochmal einen Apfelbaum. Hier hätte unser Graben sein sollen. Da wollten wir eigentlich eine Teichanlage bauen. Steht auch so im Vertrag drin, dass eine Teichanlage erwünscht ist. Die Stadt Karlsruhe hat auch hier was dagegen und mir wird vorgeworfen, es wäre eine topografische Veränderung, die im Landschaftsschutzgebiet nicht zulässig ist. Also wir diskutieren mal morgen früh drüber. Da kommt das Amt, wie es dann hier weitergeht. Wir haben hier bei diesem Hochbeet extra an der Seite einen Graben runtergebuddelt, weil wir können hier eben mit Erdbeeren im Vertikalbeet arbeiten. Das ist eine wunderbare Sache, weil die Schnecken kommen da gar nicht so arg hin. Und bis jetzt haben wir hier wirklich guten Erfolg gehabt. Komplett ohne Gießen, Erdbeeren ansetzen. Es funktioniert über Vertikalbeete. Ihr braucht einfach nur die Erdbeerwurzeln hier ein bisschen in die Erde reindrücken. Dann funktioniert das. Dann haben wir hier unseren Knoblauch angesetzt. Oregano. Den Baum habe ich leider vergessen, weiß nicht mehr, wie der heißt, könnte aber auch so eine Art Gemüsebaum sein. Ein blauer Salbei, Perovskia, wie gesagt, die Wicken und so Zeug, das sollte man aus Hochbeeten rausziehen. Isop haben wir hier, das ist auch wieder wild aufgegangen, das Weidenröschen. Was gesetzt worden ist, sind aber immer die Minzen. Das ist da hier, haben wir alles gepflanzt. Dann haben wir hier eine Indianernessel, die ist essbar für Tee. Hier unten wieder die fette Henne. Nochmal eine ganz andere Minzengattung. Dann haben wir hier die durchwachsene Sylphi drin. Den Aland haben wir hier drin. Das hier wird unser Meditationsbeet mit Cola-Kraut, was keine Bienenweide in dem Sinne ist. Wildbienen gehen drauf und Käfer, aber keine Honigbienen, keine Hummeln, keine Wildbienen. Und Lavendel ist ja sehr beruhigend und den haben wir hier als Stecklinge schon reingesetzt und als Jungpflanzen. In der Mitte unser Meditationszentrum sozusagen und am Rande wegen der Ästhetik haben wir Rosmarin gesetzt. Dann haben wir hier eine Papageienblume. Wunderbare Bienenweide, die extrem lecker duftet. Lecker. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich diese Steine da sehr gerne anbaue, weil wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, hey Marc, ich habe hier ein Problem mit Wespen und es eben Wespen sind, die in Höhlen reingehen, wie die deutsche und die gemeine Wespe, dann ist ja mein oberstes Anliegen, die Tiere lebendig umzusiedeln und die dürfen dann zum Beispiel hier unter diesen Steinen einfach weiterleben den Rest des Jahres und es funktioniert auch wunderbar. Die entwickeln sich da echt gut. Übrigens gehen die Wespen auch teilweise von ganz alleine in die Hochbeete rein, genauso wie die Hummeln. Hier weitere Bienenweiden, die man dann essen kann. Das sind die Himbeeren und die Johannisbeeren. Wieder ein Apfelbaum. Dann haben wir hier nochmal einen Zwetschgenbaum. Ich bleibe vielleicht gerade noch in dem Gebiet hier. So, das ist der Anton von Permabies. Servus. Der macht hier für euch eine wunderbare Gartenarbeit. Wir haben hier jetzt auch ein weiteres Negativbeet gebuddelt und es sieht jetzt erstmal noch wild aus, aber das Saatgut für die große Klette ist schon drin. Ich zeige die mal. Diese großen Blätter hier, das ist die große Klette. Das ist die, wo ich ganz am Anfang des Videos da hinten gezeigt habe. Die große Klette ist die mega, mega, mega Bienenweide und vor allen Dingen gehen da, also die kann man essen, die Wurzeln. Schmeckt ein bisschen wie Spargel, die Wurzeln und die jungen Blätter kann man essen. Den, wie bitte? Stängel kann man auch essen. Stängel kann man auch essen, sagt der andere gerade, wunderbar. Hier am Rande haben wir auch wieder Bienenweide-Saatgut reingemacht. In dem Fall war es Calendula, wo auch nicht wirklich aufgehen wollte diesmal. Aber die ganzen Bartblumenstecklinge sind wirklich gut angewachsen. Und in ein, zwei Jahren haben wir hier ein riesiges Rondell, wo aus hunderten Bartblumen besteht, die dann im August rumblühen.
Unbeabsichtigt haben wir durch sozusagen die kleine Abgrabung hier die ursprünglich gesetzten Kartoffeln hier an den Rand gesetzt. Das sind Kartoffeln hier. Kartoffeln sind keine Bienenweiden, allerdings wenn Läuse draufgehen, dann wird es interessant, auch für Honigbienen und andere Tierchen. Dann schlecken die nämlich den Saft von den Läusen ab. Borretsch, Calendula. Hier wollten wir eigentlich ein kleines Gemüsebeet machen, aber da ist tatsächlich uns die Zeit dann abhanden gekommen. Deswegen sieht es halt erstmal so aus, wie es ist. Leben tut sie auf jeden Fall. Man hört es an den Grillen und an den ganzen Tierchen, die hier brummen und rumhüpfen. Also auf jeden Fall ist da mal der Borretsch gut aufgegangen und zwischendrin die Calendula. Ja, dann haben wir hier so ein weiteres Beet, wo auch mit derselben Technik funktioniert, wie das gerade eben vorgestellt für die Zucchinis und Tomaten. Das ist das da hier. Auch hier haben wir nichts anderes gemacht, wie eine kleine Senke gebuddelt und dann eben den ganzen Grasschnitt oben drauf. An den Rändern arbeiten wir mit dem Bienenweidesaatgut oder mit Stecklingen. Jetzt in dem Fall sind es die Kartoffeln, die rausgekommen sind. Und hier wird das unser Kürbisfeld und auch Topinambo wächst da auch drin. Das da hinten, das kann man sich jetzt sparen, das ist nochmal so eine wilde Ecke, wo wir jetzt dieses Jahr noch nicht kultivieren konnten. Aber kommt mal mit. Hier haben wir nochmal Himbeer. Die Himbeeren, da wollen wir jetzt noch ein paar mehr Gattungen von Himbeeren reinsetzen. Schwertlilien. Wer es nicht weiß, der weiß es jetzt. Schwertlilien, die Blüte ist essbar. Mohn, wild aufgegangen. Hier müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das soll eigentlich unser Himbeerfeld geben. Wir wurden aber hier ein bisschen von Brombeeren überrannt. Zu den Brombeeren kann ich auch was sagen. Wenn ihr eine Bendishecke macht mit Brombeeren oder sag ich mal so ein Gartenabteil, wo was trennt, zum Nachbar hin zum Beispiel, ist ja schon geil, so eine Brombeerhecke. Wunderbar, schmeckt gut für die Insekten, ultra lukrativ. Gibt ja deswegen auch einen Brombeerhonig, wenn es viel in der Nähe ist und blüht. Nur ein Krampf zum Bearbeiten. Das ist ein toller Trick. Wenn ihr das abschneidet, wächst das Zeug doppelt so schnell. Also mein Trick ist, ich nehme die ganzen Triebe hier, vorsichtig, weil sie sind sehr stachelig. Und dann lege ich die gerade in sich selbst wieder rein. Und das mag die Pflanze nicht, sich selbst zu würgen. Und dadurch bekommen wir einen Wachstumsstopp. Und so können wir eine Brombeerhecke relativ gut im Schacht halten. Es geht auch relativ schnell, aber ich empfehle euch Handschuhe da zu nehmen für so eine Technik. Sonst habt ihr am Ende verstochene Finger. Ihr seht, mit wenigen Aktionen kann man hier viel erreichen. Brombeeren einfach zusammenstecken, ineinander sich verknoten lassen, dann bleiben die, sag ich mal, relativ gut auf einer Ecke. Hier haben wir den Blauglockenbaum gesetzt. Die ganzen Disteln hier, wenn es nicht Kugeldisteln sind, sind von Natur aus aufgegangen. Das, da haben wir nichts mit zu tun. Genau sowas hier ist besonders lukrativ für die ganzen Wildbienen und andere Tierchen wie Käfer. Also Totholz bleibt natürlich stehen. Das darf man nicht abschneiden. Das muss dranbleiben. Das gehört ja auch zur Natur dazu. Wieder ein Minzfeld. Mit dem Alant. Guck mal, wie wertvoll Alant für Wildbienen ist. Ja, das hier sind Wildbienen, die finden den Alant wunderbar interessant. Keine Ahnung, was das für eine Wildbiene ist. Aber es ist eine. Hier kommt wieder Minze. Das ist eine Aralie. Ganz tolle Bienenweide. Das Baum bleibt klein, wird nicht so groß. Jakobs Kreuzkraut wird bei mir nicht rausgerissen. Ich bin ja auch kein Schafs- oder Pferdewirt. Anfassen tue ich es nicht. Und wenn es wächst, dann darf es auf jeden Fall bleiben. Weil wer sagt, Pyrizidinalkaloide schädigt die Honigbienen, liegt einfach falsch. Glucoseoxidase baut die PAs, die Pyrizidinalkaloide im Honig, komplett auf Null runter. Das heißt, wenn ihr mal einen Honig habt, der PA verseucht ist, ein bisschen stehen lassen. Die Bienen haben das Enzym reingegeben und dadurch lösen sich die PAs komplett auf. Wie es genau chemisch funktioniert, weiß ich nicht. Da gibt es aber wirklich gute wissenschaftliche Studien drüber, die es ganz klar belegen. Von daher braucht ihr euch da keinen Kopf machen um die PAs. Übrigens, der Natternkopf hat genauso Pyrizidinalkaloide, genauso wie Wasserdost und Borretsch. Also wenn einer sagt, ich soll Jakobskreuzkraut rausreißen, dann bitte auch gleich das Thema hinterher schieben, dass dann auch kein Natternkopf blühen darf, kein Borretsch und schon dreimal kein Wasserdost, weil das sind alles diese Gewächse, wo PAs drin haben. Und wegen einem Gewächs rumzumachen, macht keinen Sinn.
Das, was allerdings jetzt hier gelb blüht, ist kein Jakobskreuzkraut, sondern das Johanniskraut. Und das ist eine Heilpflanze, kann man essen. Dann haben wir hier den Muscatella-Salbei. Und Muscatella-Salbei ist eine Hauptnahrung für dieses Lebewesen. Das war jetzt in dem Fall eine Holzbiene. Und die Holzbienen gehen eben ins Totholz rein. Deswegen brauchen wir diese... Mal weg, diese Fliege hier. Deswegen brauchen wir Holzbienen, also Totholz für Holzbienen. Und wenn man dann den Tierchen noch die Nahrung bietet, dann kommen die Holzbienen von ganz alleine dann auch an. So, dann haben wir hier wieder eine weitere Technik, die ich jetzt hier zum Abschluss vorstellen möchte. Und ihr seht, dass wir hier hinter dem Wall, der sich bis nach vorne zieht, eine Fläche haben, die wir ein- bis zweimal, also einmal so und dann vielleicht alle 2 bis 3 Jahre umpflügen, ganz leicht. Und dann wieder hier mit dem Bienenweidesaatgut arbeiten. Und jedes Mal, wenn die Erde locker ist vom Umpflügen, dann schaben wir das ein bisschen ab. Und so entsteht dann hier dieser Wall, den wir jetzt in der ersten Sekunde nur einseitig mit einem Steinwall besetzt haben. Allerdings haben wir in der Mitte überall das Totholz drin. Und dann kommt zwischendrin, also hier haben wir vor, eine komplette Lavendelspur zu machen, gepaart mit anderen Bienenweiden. Da gehen wir das einmal kurz durch. Sowas hier zum Beispiel ist von Natur aus aufgegangen. Ich glaube, Schöllkraut heißt es. Das haben wir nicht gepflanzt. Bleibt aber erstmal drin, muss aber definitiv raus, weil zwischendrin in die nackte Erde wollen wir ja eigentlich Calendula wachsen haben. Das ist da hier die Ringelblume. Das war eigentlich der Plan, dass wir hier komplett die ganze Ecke mit Ringelblumen voll machen. Dieses Jahr war die Vegetation allerdings ein Ticken schneller einfach. Ja, Lavendel haben wir hier viel drin. Wir haben die Blaurauten drin. Wir haben Thymian drin, Isop. Das ist hier das Jakobskreuzkraut. Dann haben wir die Herbstastern, einen Mönchspfeffer. Jetzt kommt wieder nur Lavendel, eine Orangenblume, wieder Lavendel, Schopflavendel, echter Lavendel, ist für die Bienen viel interessanter, weißer Lavendel. Oh, wir sind an 2 tollen Pflanzen vorbeigerannt, kann nicht zurückgehen. Das da ist ein Oyotia, ein Bienenbaum. Das da hier ist der Duftjasmin. Der war früher komplett zugewachsen und den habe ich im Freischneider einmal außen rum gemacht, dass man einen kleinen Rundgang machen kann. Habe ich jetzt allerdings noch nicht sauber gemacht. Und auch hier die ganze Hecke muss man wieder nach hinten schieben. Ist auch noch nicht getan. Und das da hier ist Laburnum, ein Goldregen. Jetzt kommen wieder ein paar Astern. Und hier die echten Rosen, wo dann auch die Hagebuttenen stehen, weil sie nicht gefüllt sind. So Leute, und jetzt kommt der Oberknaller von dem Garten. Nur die Bäume habe ich gekauft und die Büsche auch. Alles andere, was ihr hier seht, habe ich mit Stecklingen vermehrt. Hier sind noch Herbstanemonen, auch eine tolle Bienenweide. Aufwand für die Pflege minimal, Effizienz maximal, ohne Steine geht's nicht. Ohne Holz geht's nicht. Ohne Bienenweiden geht es nicht. Nicht einmal gedüngt, nicht einmal gegossen. Hier haben wir jetzt übrigens nochmal auch wieder so ein Negativbeet rausgestanzt. Da haben wir x viele verschiedene Stecklinge drin von Kräutern. Und dann bin ich da wieder mit Saatgut drüber, in dem Fall jetzt dann der Boric da, in dem Fall dominant. Im nächsten Jahr soll das ganze Ding hier ein Salbeibeet geben und ein Kräuterbeet. Ja. Die Pflanzen, die ihr hier seht, sind tatsächlich alle von dem Gebiet. Ob ihr die jetzt mit der Botanik als heimisch oder nicht heimisch betitelt, das will ich mal dahingestellt haben. Also Beispiel hier, das Ding habe ich natürlich gekauft, das ist ein Gemüsebaum. Den habe ich mir bestellt beim Imgarten Jesch. So, das da hier habe ich auch gekauft. Hier habe ich nur eine einzige gekauft. Eine. Habe die vermehrt über Stecklinge und über Samen. Die fette Henne hier, wo ihr das seht, das ist 1 Jahr alt. Das ist ein Steckling vom letzten Jahr. So ein Steckling in die Bode reingedrückt und 1 Jahr später hat man dann schon wieder eine Mutterpflanze. Das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, ist zu über 60-70% circa alles von diesem Gebiet mit Stecklingen abgeschnitten. Wenn ich an einer interessanten Bienenweide vorbeikomme, so in meinem Arbeitsalltag, habe ich meine Schere immer dabei, schneide mir Stecklinge raus und drücke sie rein. Hier auch ein schönes Beispiel. Seht ihr hier diese
Zierquitte. Das war ein Steckling hier von einem anderen Kunde, der da vorne sein Grundstück hat. Einfach mal vor 2 Jahren abgeschnitten, reingedrückt und zack, ist eine neue Bienenweide entstanden. Den Bastarden-Digo habe ich jetzt zwar gekauft, aber der ist deswegen so klein geworden, weil wir den jetzt auch schon 2-mal runtergeschnitten haben und dann haben wir die Stecklinge hier reingedrückt. Wo übrigens noch die letzte Bienenweide wächst, nämlich der Goldlack. Interessant für Wildbienen, nicht für Honigbienen. Und oh ja, hier, da haben wir nochmal was, und zwar die Kornblumen. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich nicht so der Fan bin von groß angelegten Bienenweiden, weil die müssen wirklich extensiv bewirtschaftet werden, sonst funktioniert es kaum. Hier zum Beispiel haben wir jetzt einmal umgepflügt im Frühling. Letztes Jahr war hier alles voll mit Bienenweiden vom Saatgut. Dieses Jahr nochmal umgepflügt, weil eben schon die Vergrasung drin war. Und ihr seht, wie schnell es geht. Da wächst jetzt wieder mehr Gras und Beikraut wie Bienenweiden. Nächstes Jahr probieren wir das ganze Ding nochmal, aber deswegen habe ich am Anfang des Videos gesagt, dieses Thema Umpflügen und Bienenweide-Saatgut auf sozusagen feinkrümelige Erde schmeißen, das darf nur ein Teilaspekt von einer Permakultur sein. Wenn es zu viel ist, ist es einfach zu intensiv zu pflegen und es kann halt auch jederzeit schief gehen, ne? Mal zu trocken oder zu viel Regen, wie auch immer, dann wachsen die Beikräuter drin. Das da hier, das ist wirklich für die Ewigkeit. Entschuldigung, in Anführungszeichen für die Ewigkeit, weil in der Natur ist nichts für die Ewigkeit. Aber wenn es eben was Dauerhaftes, Nachhaltiges sein soll für die Insekten, dann eben diese Hochbeete. Und in Kombination mit Bienenweidefeldern ist das natürlich eine super Ergänzung. Ne? Ihr seht ja, hier nochmal den Abschlussblick drauf, wie an der Katzenminze hier so viele Hummeln und Wildbienen saugen. Und genauso hier am Natternkopf. So, in dem Fall wünsche ich euch jetzt alle noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch alle gefallen. Unterstützt uns bitte bei unserer Insektenschutzarbeit. Wir schaffen das ohne euch nicht. Und wer auch noch von unserer Arbeit profitieren möchte, der geht auf die Webseite www.permabees.org, klickt auf Mitglied werden, schickt uns eine Mitgliedschaft. Und dann herzlich willkommen in unserem Projekt. Wir machen für euch die Produkte und funktionieren wie so eine Art Genossenschaft. Stellen wir aber nochmal in anderen Videos genauer vor. Bis dann, ciao!